Uns hat die Einspeisevergütung halt erstens Arbeit selbstverständlich gebracht, weil die Leute verstärkt Photovoltaik machen. Mitarbeiter haben wir mittlerweile gute 6 Leute, sind aber immer noch am Suchen, suchen immer noch Elektriker zur Verstärkung des Teams, bauen unser Team halt kontinuierlich aus. Da wir jetzt mittlerweile noch diese nette Vergütung haben zum Eigenverbrauch des Stromes und was uns sehr positiv nochmal zugutekommt. Uns ist das ja nach einer Phase von ungefähr 12 Monaten harter Debatte, harten Ringens mit den Stadtwerken gelungen, diese kostendeckende Einspeisevergütung in Gütersloh, übrigens noch vor Aachen, wir waren damals tatsächlich Vorreiter, hinzubekommen. Das war überhaupt nicht einfach, nachdem wir mehrheitsfähig hier in Gütersloh im Rat waren nach der Wahl, überhaupt nicht einfach umzusetzen, weil es kein Landes-, kein Bundesgesetz gab. Also das hat einen enormen Push gegeben. Es hat sich sofort hier eine Firma gegründet vor Ort, die Solarmodule, die Photovoltaikmodule hier vertrieben hat. Und die wurden dann auf Gütersloher Dächern wirklich massenhaft installiert. Demzufolge haben sich auch im Dienstleistungsbereich, nicht nur bei den Lieferanten, auch im dienstleistungshandwerklichen Bereich sehr viele Arbeitsplätze gegründet. Diese Firma ist übrigens immer noch sehr gut hier am Markt vertreten und kommt weiterhin um vor Aufträgen.